Frau Jelen, als junge Frau von 17 Jahren erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Es war an einem Tag im Februar und es war besonders schöner Tag, also stahlblauer Himmel und die Sonne hat geschienen und es war aber eisig kalt. Also für Ina Rosa, wo ich gewohnt habe, war das nicht sehr normal, dass es so kalt war. Ich hatte vor, am Nachmittag mit unserem Hund Lupa einen Spaziergang zu machen. Habe das auch gemacht, ich bin losgelaufen. Niemand wusste aber, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, weil auch niemand zu Hause war. Ich war Teenager, ich bin halb Schwedin, halb Schweizerin. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, ich sei, also dass mich nichts beeinflussen könnte, schon gar nicht die Kälte, und das heißt auch, ich war schlecht angezogen. Und wir haben immer noch gewitzelt, damals in der Schule, Moonboots und so die dicken Sachen, das tragen nur die Touristen. Also war ich wirklich schlecht ausgerüstet und bin auf den Weg gegangen und war dann schon so ein bisschen am Ende des Dorfes, Richtung Schwellisee heißt das, und hatte man aufgehört, den Weg zu machen. Also ich stand plötzlich einfach vor einem abgekappten Weg und danach war Tiefschnee. Und ich war enttäuscht, ich wollte viel weiter laufen. Ich hatte gedacht, ich bin 2 Stunden vielleicht unterwegs und habe dann gedacht, ich gehe weiter. Und ich bin dann mit Lupa, ich habe angefangen durch den Tiefschnee zu warten und war sehr schnell, war mir bewusst, dass die Idee vielleicht nicht die beste war, weil ich bin eingesunken in den Schnee. Aber auch hier wieder, also ich wurde nass, aber das hat mich nicht gestört. Und wir sind weitergelaufen und plötzlich, und ich erinnere mich wirklich, als wäre es gestern, kam ein Wind auf und ich habe noch hochgeschaut zu den Bergen und ich sehe so die ersten Wolken kommen und was kam, war ein Schneesturm, wie ich ihn, ich denke, ich habe es 2-mal in der Art hier oben erlebt, aber das ging so schnell und ich war einfach von einer Sekunde auf die andere, war ich im weißen Nichts und ich habe sehr schnell die Orientierung verloren, weil also in einem Schneesturm, man sieht nichts, also man sieht wirklich einfach nichts und man kann die Augen kaum öffnen, der Schnee, der fitzt einem so gegen das Gesicht. Und ich kann mich erinnern, Lupa auch, also die hat dann immer so versucht, die Augen, hatte sie zugekniffen. Und ich weiß auch noch, dass ich gedacht habe, okay, das ist ja nicht so schlimm, ich drehe jetzt einfach um und ich gehe nach Hause und habe versucht, mit den Händen abzutasten, wo meine Spuren sind. Und ich konnte so ziemlich schnell die Spuren nicht mehr spüren. Und da habe ich dann gemerkt, so ein bisschen, das war für mich so das erste Mal, wo ich gedacht habe, das ist nicht gut, also wo ich ein schlechtes Gefühl bekommen habe. Und ich bin dann, ich bin weitergelaufen, ich habe gedacht, ich gehe in die richtige Richtung. Ich kam dann an so einen kleinen Shelter, also so einen kleinen, wo man die Schafe für einzeln wahrscheinlich reinmacht, weil es war ganz klein, ich weiß, oder vielleicht war es für Holz, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das habe ich gefunden, so ein bisschen zugepackt im Schnee und habe gedacht, ich gehe da rein. Und das habe ich auch gemacht. Da schon ziemlich kalt, also die Hände kann ich mich sehr gut erinnern, die Füße waren sehr kalt, aber nichts Ungewöhnliches. Also das kannten wir hier oben und eben als Teenager schlecht angezogen. Es war nichts Ungewöhnliches, kalt zu haben. Aber der Schneesturm ging nicht vorbei. Und ich kann mich erinnern, dass ich gedacht habe, der zieht vielleicht einfach so vorüber. Aber der war über mehrere Stunden, war es einfach, war er da. Und das ging ja dann auch bis in die Nacht hinein. Aber Fakt ist, ich habe dann irgendwann mal gemerkt, ich muss wieder zurück, ich muss irgendwas tun, ich kann nicht hier sitzen bleiben. Und ich bin raus aus diesem kleinen Shelter und habe wieder versucht, mich zu orientieren und bin dann in einen kleinen Bach gefallen. Und war dann natürlich, ich war klitschklatschnass. Und wir sprechen hier wirklich von
Es war, ich habe wieder nachgeschaut, es war minus 18 Grad an dem Tag. Und das geht schnell. Also wenn man dann sich vorstellt, man hat nasse Jeans, das geht sehr schnell, dass die also wirklich fast einfrieren, steif werden. Und ich habe gewusst, ich muss mich bewegen. Beim Bach war es am einfachsten zum Laufen, weil da war kein Tiefschnee. Ich bin sonst die ganze Zeit durch den Tiefschnee. Was ich aber nicht wusste, ist, dass ich in die völlig falsche Richtung gelaufen bin. Also ich dachte, ich gehe vielleicht Richtung Dorf oder Richtung Piste, aber das war nicht der Fall. Und die Stunden vergingen. Also es war, solange ich noch gekraxelt bin oder versucht habe, mich zu bewegen, ich glaube, da war ich noch irgendwie in einem Aktionsmodus. Aber es kam irgendwann mal einfach die komplette Erschöpfung, auch ich denke Hoffnungslosigkeit, weil ich gemerkt habe, es wird spät. Ich wusste, niemand weiß, dass ich zu Hause weg bin. Meine Eltern waren auch nicht zu Hause. Und da habe ich so, also als die Erschöpfung kam und ich mich mal einfach hingelegt habe, da wusste ich, dass es eine sehr prekäre Situation ist. Ich glaube, das war auch so. In dieser Phase des Daliegens, da habe ich so diese unglaublichen verschiedenen Phasen erlebt. Und ich denke so, das sind so Phasen vielleicht kurz vor dem Tod, die man erlebt. Sei das auch mit Ängsten, sei das mit, ja, irgendwie doch wieder mal Hoffnung haben, dann nicht. Und was natürlich, also was ich noch nicht erwähnt habe, was aber das Schlimmste war, waren die Schmerzen. Also ich war, und umso länger ich da lag, umso mehr sind meine Glieder und alles ist wie wirklich, es wurde alles so ein bisschen steif. Es ist wirklich so dieses Einfrieren. Ich weiß auch noch, dass ich gedacht habe, man spricht doch ab und zu darüber, wie möchte man sterben. Und ich weiß noch, dass ich manchmal gedacht habe, vielleicht ist so die Kälte ein schöner Tod. Und ich habe da gelegentlich hab gedacht, ich bin so falsch mit dieser Annahme. Also es war wirklich ein physisch sehr schmerzhaft. Und ich konnte die Hände auch nicht mehr bewegen. Ich habe versucht zu sprechen, aber das war auch fast nicht möglich. Und Lupa war immer bei mir. Also das war das Schönste an dem Ganzen. Sie war immer bei mir. Sie lag auf mir. Sie war immer nah am Gesicht. Aber sie hatte auch richtig Angst. Also sie hat ganz oft geweint. Und ich habe sie so noch nie erlebt. Und das hat mich auch, auf eine Art habe ich dann noch mehr Angst bekommen, weil ich gedacht habe, wenn Lupa auch Angst hat, ist es nicht gut und ich wollte das auch für sie nicht. Das hat mir so wehgetan, dass ich sie auch in diese Situation gebracht habe. Und es war dann, ja, und dann kamen diese Stadien, diese verschiedenen Stadien und die Ängste. Und dann kam so da der Moment, wo ich gedacht habe, ich lass los. Also wo ich wirklich gedacht habe, wenn ich jetzt einschlafen könnte, auch durch die Erschöpfung oder loslassen kann, dass dann alles vorbei ist, also dass dann auch die Schmerzen vorbei sind und dass ich vielleicht so dieses Szenario irgendwie beenden kann. Und da, wo ich das so losgelassen habe und ich weiß noch, dass ich wirklich wie bereit war, einzuschlafen, das war. Ein bisschen später, glaube ich, kamen, also ich weiß von der Zeit her nicht, wie viel später, aber nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, loszulassen und keine Angst mehr zu haben, da kamen die Bilder. Das war für mich und für bis heute noch etwas vom Unglaublichsten, was ich je erlebt habe. Und das war einfach wie. Da kam ein Bild nach dem anderen und ich sage immer, das war wie einmal durch das Bilderbuch meines Lebens zu blättern. Und mit Alltagsszenen aus meinem Leben. und die gingen einfach einmal durch.
Und das war auf die eine Art wunderschön, aber ich bin danach unglaublich erschrocken auch. Also das hat mich wie zum Leben zurückgeholt. Also das war so für mich so, wow, das kann ich nicht gehen lassen. Also all das und mein Leben, ich kann mein Leben nicht gehen lassen. Ich habe an meine Familie gedacht, an meine Liebsten, an meine Freunde und ich habe gedacht, ich habe noch so viel vor mir. Ich kann dieses Leben nicht gehen lassen. Wie lange dauerten diese Bilder? Die Bilder danach, ich habe über jedes Bild geschrieben und jedes Bild skizziert und habe überlegt, es kann nicht so lange gedauert haben, aber wie es sich angefühlt hat, und ich meine, es waren Bruchteile von Sekunden, also jedes Bild war nur ein Bruchteil von einem Moment, aus einem Moment. Und rein faktisch kann es nicht sehr lange gedauert haben, aber für mich war es wie, ich war kurz in einer anderen Welt, in dieser Welt meiner Bilder. Und irgendwie fühlt sich es fühlt sich so warm an und so schön und irgendwie auch lang, obwohl ich nicht denke, dass es sehr lang war. Und diese Bilder, also als ich mich dann eher erschrocken habe danach, wo ich gedacht habe, nein, das kann ich ja nicht gehen lassen. Da habe ich wieder versucht, da habe ich gewusst, nicht einschlafen. Ich wusste, es war so kurz davor gewesen. Und ich wusste, wenn du jetzt am Leben bleiben möchtest, dann darfst du jetzt nicht einschlafen. Du musst zurück und du musst anfangen, wieder irgendwie in Aktion zu kommen. Aber mein Körper war komplett. Der hat überhaupt nicht, der wollte gar nichts. Da kamen auch die Schmerzen wieder zurück. Und ich konnte nur die Arme irgendwie versuchen, mich wieder, versucht, wieder so ein bisschen Leben da reinzubekommen. Aber die Hände, also die Finger zu bewegen, war unmöglich. Und das war dann, wo ich auch gemerkt habe, ich kann mich gar nicht bewegen. Also der Kopf hat gesagt, okay. Jetzt zurück ins Leben, jetzt suchen wir diesen Weg oder kommen irgendwie nach Hause, aber mein Körper hat nichts gewollt. Und da, wo ich mich nicht mehr bewegen kann, da habe ich wieder Ängste bekommen. Und das war da der Moment, wo Lupa dann gegangen ist. Also das war für mich einer der schlimmsten Momente. Und sie hat immer noch sehr so. Sie war unschlüssig, sie hat gejault, sie hat geweint, sie kam zu mir, dann war sie wieder weg, dann kam sie wieder zu mir und plötzlich war sie weg. Und das war sehr schwierig. Da habe ich nämlich so auch noch für mich gedacht, wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich allein. Das war kein schönes Gefühl, das war wirklich nicht schön. Und habe viel mehr an Lupa gedacht und mich gefragt, wo ist sie, wie kann sie nach Hause finden und. Und hier habe ich ein komplettes Loch von der Zeit her. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, bis ich eine Stimme höre. Also Lupa kommt zurück zu mir und gleichzeitig höre ich eine Stimme. Und die Freude, dass Lupa bei mir war, war unglaublich groß. Und ich konnte aber nicht antworten. Ich habe dann irgendwie versucht, einen Ton von mir zu geben. Und das war ein älterer Herr, der hat dann gesagt, ich hole Hilfe. Also er hat mich angefasst, das weiß ich noch. Und war geschockt und hat gesagt, oh mein Gott, und ich muss Hilfe holen und war dann wieder weg. Und Lupa war dann bei mir und ich habe dann so ein bisschen Hoffnung bekommen, habe gedacht, okay, jetzt kommt Hilfe, aber die Hilfe kam nie. Ich habe gedacht, ich habe mir immer ausgerechnet, wie lange es gehen könnte, aber ich weiß, dass ich irgendwann mal bei einem Zeitpunkt war, wo ich gedacht habe, irgendwas ist schief gelaufen. Also wenn der Hilfe geholt hätte, dann wäre die Hilfe jetzt irgendwie auf dem Weg oder sonst was. Helikopter war nicht möglich, weil der Sturm immer noch sehr stark war. Und
da habe ich dann irgendwann mal, ich glaube, beide haben gleichzeitig Lupa und ich haben gedacht, okay, jetzt muss was passieren. Und da hat sie angefangen, mich zu stoßen. Sie hat angefangen, in meine Jacke zu beißen. Sie hat versucht, mich mit dem Kopf zu stoßen. Also sie hat Unglaubliches versucht zu machen und das haben wir Lupa nie zugetraut. Und wie sie mich da versucht hat, irgendwie zu bewegen. Was wir gemeinsam schlussendlich gemacht haben, ist, dass ich bin irgendwie wie, ich habe die Leine um mich legen können. Also ihre Leine, die Hundeleine. Und sie hat dann angefangen, so mich irgendwie zu ziehen. Das heißt, da sind wir wieder irgendwie in Aktion, also es passiert wieder etwas. Da habe ich auch keine Todesängste mehr gehabt. Also ich glaube wirklich, dieses etwas zu machen, hat da schon sehr geholfen. Irgendwann später höre ich tatsächlich einen Motor und da hat Lupa angefangen zu bellen. Sie ist dann weggelaufen in diese Richtung und da habe ich das Licht ge gesehen und das war ein Schneemotor und da waren die Helfer, also das waren die Retter und von der Bergrettung von Arosa. Und die haben mich dann da gefunden und hinten reingelegt und sind so dann mit mir zum Arzt gefahren. Was hat der Arzt danach gesagt? Also der Arzt war sauer auf mich. Der kannte mich seit ich Kind bin und war so der Schularzt und der hat gesagt, wie kann das einem Arosa-Mädchen passieren? Und also wirklich, ich habe eine zünftige Lektion erteilt bekommen. Und dann macht er aber die Jeans auf, also er versucht die langsam, also man muss den Körper sehr, sehr langsam erwärmen. Aber als er die Jeans aufgemacht hat, da hat er gesagt, da ging dann alles ganz schnell. Da hat er zur Assistentin gesagt, wir brauchen Helikopter, das Mädchen muss ins Krankenhaus. Und Helikopter konnte immer noch nicht fliegen. Das heißt Ambulanz. Die Hose hat er gar nicht, die hat er angelassen. Also das war, und ich habe dann solche, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Plastik um mich bekommen und dann ab nach Chur. Und auf dem Weg kamen meine Eltern und die haben das dann mitbekommen schon. Und Mama ist dann noch mitgekommen in die Ambulanz und gemeinsam sind wir nach Chur gefahren. Und da weiß ich, da kann ich mich noch an so zwei, drei Szenen erinnern, also wie ich da, ich habe wahnsinnig Angst gehabt, immer vom Arzt und schon vom Krankenhaus. Also das kam dazu, aber ich bin da reingeschoben worden und es hieß Unterkühlung und ich habe mich unter die Decke versteckt und habe einfach gedacht, ach, lass das irgendwie alles vorbei sein. Und habe so gedacht, ich habe es ja jetzt überlebt, ist ja alles gut, was mache ich jetzt eigentlich hier im Krankenhaus? Und dann, was ich, das Letzte, wo ich mich erinnern kann, bevor ich wahrscheinlich in so eine Art Schock gefallen bin, war, dass meine Mutter hat den Arzt gefragt, was passiert, was müssen wir machen? Und ich kann mich erinnern, dass er gesagt hat, im schlimmsten Fall müssen wir die Beine amputieren. Und das war dann so der Gong. Und dann kann ich mich nur noch daran erinnern, als ich dann wieder zu mir kam. Und das war auf der Intensivstation. Und das Piepsen. Und damals, ich spürte eine Hand auf meiner Hand. Und weiß noch, dass ich gedacht habe, ich habe ein ganz komisches Gespür in den Händen. Und habe die Augen aufgemacht und dann ist die Person aber rausgelaufen und das war eine Nonne. Also das war damals, glaube ich, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber da war eine Nonne und da habe ich gedacht, das ist ganz schlechtes Zeichen. Aber irgendwie auch schön. Und dann war ja, das ist für mich auch so eine Situation in der ganzen Geschichte, die sehr prägend war.
weil ich konnte meinen Körper wie nicht spüren. Also das war alles sehr dumpf, eher, ja, nicht mal Schmerzen, sondern ich konnte einfach, ich weiß, dass ich die Beine nicht spüren konnte und ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt unter diese Decke schaue und das Betttuch war so gespannt, dass ich auch mein Körper, das hat sich nicht abgebildet. Und die Decke war bis hier hoch und ich weiß noch, dass ich überlegt habe, ich habe gedacht, wenn ich jetzt die Decke schaue, dann gibt es zwei Szenarien. Entweder ich sehe meine Beine oder ich sehe keine Beine. Und erstaunlicherweise, wie ich da reagiert habe, war, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte mich auf diesen Moment vorbereiten. Und ich habe wirklich die Szenarien durchgegangen in meinem Kopf. Ein Leben ohne Beine, wie wirkt das? Und ich habe damals schon Kontakt gehabt zu guter Freund der Familie, der hat eine Firma, die sind Prothesenhersteller. Und ich wusste, dass es moderne elektronische Beine gibt sogar. Und ich habe mir dann vorgestellt, okay, wie würden die aussehen? Das weiß ich auch noch sehr genau. Und ich habe einfach gesagt, Anna, du bist am Leben, egal mit oder ohne Beine. Also du bist am Leben, du hast das überlebt und irgendwie, jetzt kann nichts Schlimmeres mehr kommen, als ich kann nur froh sein, am Leben zu sein. Und als ich dann so weit war, dass ich gedacht habe, es ist nicht schlimm, es wäre nicht schlimm, da habe ich dann die Decke gehoben und war erstaunt, meine Beine zu sehen. Und ja, und ich lag dann noch ein paar Tage auf der Intensivstation und die Ärzte mussten beobachten, was passiert. Aber es kam nur besser. Ja. Und sie haben sich vollständig erholt, ohne bleibende Schäden. Ich hatte sehr, sehr lange Durchblutungsprobleme in den Beinen. Also das war die ersten ein, zwei Jahre, hatte ich unglaubliche Schmerzen, wenn es warm wurde. Also dann sind meine Beine angeschwollen, rot, orange geworden. Also, und das war eher so noch unangenehm, die ersten zwei Jahre. Und ich habe das komplette Gefühl in den Füßen verloren. Also die Schmerzen habe ich gespürt, aber also wenn ich gelaufen bin, ich habe nicht gespürt, wann ich aufstehe auf der Fußsohle. Was ich aber damals als ein sehr angenehmes Gefühl fand, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich schwebe. Und ich weiß noch, dass ich mit sehr vielen verschiedenen Therapien versucht habe, diese Durchblutungsstörungen auch wieder hinzubekommen mit Kaltwasser, mit Kneipp, mit Warmwasser und so. Aber dann, Jahre später, muss ich sagen, keine bleibenden Schäden, nein. Können Sie noch eine Erklärung geben, warum dieser Mann, der Sie zuerst gefunden hat, keine Hilfe gebracht hat? Ja, das war, also warum, das mit dem Mann, das war also auch eine Geschichte in der Geschichte. Er ist zurück zum Dorf gelaufen und ist in die erste Hütte. Also die erste Hütte, die er gefunden hat, das war ein Restaurant auf der Piste und hat da angeklopft. Es war spät und da haben aber auch Leute, konnten da übernachten. Und er ist reingekommen, völlig verstört, hat gefragt, er hat gesagt, er hätte kalt und er würde gerne etwas trinken. Und ich glaube, der hat dann so einen Kaffee Lutz oder so bestellt. Und die Serviertochter, die da die Nachtwache hatte oder hat ihm das gebracht, und er hat immer gesagt, das Mädchen, die junge Frau stirbt da oben, da ist nichts zu machen, die wird da oben sterben. Und hat immer ihm das gesagt. Und sie hat immer versucht zu sagen, was meinen Sie damit? Und er hat immer gesagt, sie wird sterben, sie wird sterben. Und dann, ich glaube, ein Mann hat das auch gehört und hat gesagt, ja, aber wir müssen Hilfe rufen, obwohl man mit dem Mann wirklich kein Gespräch führen konnte. Er war wie im Schockzustand. Und dann hat
da haben die Leute von der Hütte haben die Hilfe gerufen. Und ja, was mit ihm danach war oder wie, ich denke, ich kann es mir nur erklären, dass er in eine Art Schockzustand gefallen ist und immer wieder dies repetiert hat, das Mädchen da oben wird sterben. Ja. Ich komme noch einmal zurück zu Ihrer Nahtoderfahrung auf diese Bilder. Haben Sie sich Gedanken gemacht, was diese Bilder bedeuten? Können Sie hier noch gewisse Erklärungen geben? Also die Bilder haben mich von all dem Ganzen am meisten beschäftigt. Also das war für mich, die Frage war, warum diese Bilder? Weil ich habe eine Vorstellung gehabt, am Ende des Lebens hat man, erinnert man sich an die spektakulären Momente. Aber die Bilder, die mir gezeigt worden sind, die waren aus dem Alltag. Es waren ein Moment, ich sah zum Beispiel einmal, sah ich mich mit meinem Vater in der Pizzeria sitzen, aber das war nichts Ungewöhnliches. Das haben wir öfters gemacht. Das war so unsere Lieblingspizzeria. Aber ein anderer Moment war sein Fuß. Und aber einfach so Bruchteile. Und ich habe immer gedacht, warum nicht die spektakulären Momente aus meinem Leben? Und ich weiß noch, dass ich fast auch mal einen Moment der Enttäuschung hatte über diese Bilder. Und ich bin dem enorm hinterhergegangen. Also ich habe mich mit Schamanen getroffen, ich habe mich aber auch mit Psychologen getroffen, mit einem Neurowissenschaftler. Alle, die mit dem Thema Nahtod schon mal etwas zu tun hatten. Und ich habe immer gefragt, was sind das für Bilder? Was waren das für Bilder? Und das Verrückte ist, theoretisch haben sie alle dasselbe gesagt, obwohl in ihrer Sprache halt, aber ich habe immer so dasselbe verstanden. Und meine Frage, die ich gestellt habe, war ja nichts anderes wie, an was erinnert sich der Mensch? An was? Was speichern wir ab? Warum habe ich diese Momente abgespeichert? Warum sind mir diese Momente gezeigt worden? Und jemand hat dann gesagt, der gesagt, wir erinnern uns oder das, was wir abspeichern, sind emotional intensiv erlebte Momente. Und ich weiß noch, dass ich da saß und habe gesagt, ja, aber das kommt bei mir, das ist, bei mir stimmt es leider nicht. Und da hat er gesagt, warum nicht? Er hat gesagt, weil es waren banale Alltagsmomente. Und da hat er gesagt, geh nach Hause, schau deine Bilder nochmal an und wir sprechen morgen wieder. Und ich bin nach Hause gegangen, ich habe diese Skizzen und alles, dieses Tagebuch wieder zu mir genommen und ich bin die Bilder durchgegangen. Und was war, ist, dass die Bilder waren ja aus einer Geschichte rausgenommen. Das war ja ein Bruchteil von einer Sekunde, von einer größeren Geschichte. Und plötzlich habe ich verstanden. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel das Bild, ich und Papa in der Pizzeria. Die Vorgeschichte, die ganze Geschichte darum herum zeigt mir jetzt Folgendes. Es war an dem Abend, kam er nach Hause und er hat gesagt, heute Abend führe ich Anna aus. Das heißt, meine Mama musste zu Hause bleiben, meine Geschwister mussten zu Hause bleiben. Er hat gesagt, er macht ein Tête-à-tête mit mir. Und ich war ein kleines Mädchen damals. Und ich weiß noch, dass ich daneben da in dieser Pizzeria sitze und ich konnte mich an jedes Detail, also alles wurde mir gezeigt, in diese Bruchteil von Sekunde wurde mir alles gezeigt. Und ich saß da mit ihm und ich war stolz. Ich war unglaublich stolz. Und das war die Emotion. In dieser Geschichte war es Stolz, war Liebe. Diese Emotion war da. Es gab andere Bilder, aber ich konnte danach jedes Bild mit einer Emotion hinterlegen. Also ich habe auch Bilder gehabt von Trauer, von Traurigkeit, aber auch von Glück, Liebe. Meine Familie kam natürlich oft, es war immer Verbundenheit, Liebe. Und ja, das war so
das, was ich als banale Alltagsbilder abgestempelt habe, war jedes gefüllt mit Emotion. Und das war für mich der Auslöser da, wo ich verstanden habe, das Leben sind genau auch diese Momente. Also es müssen nicht die großen spektakulären Dinge sein, sondern der Alltag ist genauso wichtig wie wenn man einen Urlaub plant und man bangt dann auf den Urlaub und denkt, das wird so ein Moment sein, an dem man sich immer erinnern wird. Aber genauso kann das im Alltag geschehen und passieren. Und ich habe da angefangen, den Alltag zu zelebrieren, also den Alltag wirklich, ihn eben nicht als etwas Negatives abzustempeln. Wir reden vom grauen Alltag. Für mich ist der Alltag unwahrscheinlich farbig geworden seitdem. Also, und ich weiß, dass kleine Momente, die ich im Tag erlebe, dass das auch zum ganzen Bild gehört. Haben Sie aufgrund dieser besonderen Erfahrung das Empfinden, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Ich hab viel daran gedacht und mir auch diese Frage gestellt. Und dieser Moment davor, also das, was ich da erlebt habe mit diesen Bildern, war für mich so was Eindrückliches, dass ich wie, das hat viel mehr Raum genommen als die Frage, was ist danach? Also das war wie, ich will nicht sagen, weniger wichtig. Also ich würde mich auf alles, was kommt, freue ich mich. Aber da ich dieses Gefühl erleben durfte, war so dieses zu wissen, dass man mit diesen Bildern sterben kann, das war irgendwie viel, wie soll ich sagen, viel größer für mich als die Frage, auch die Frage, warum ist mir das passiert? Mit der Frage habe ich mich wenig beschäftigt. Es ist passiert und heute kann ich fast sagen, ich bin sehr froh für dieses Erlebnis, weil das hat gemacht, dass ich das vor allem das Jetzt, den Tag wirklich so heute so farbig sehe. Sie haben ja später noch ein besonderes Erlebnis gehabt, als der Hund gestorben ist. Können Sie davon noch erzählen? Ja, das war natürlich, also Lupa und ich waren schon immer nah, aber nachdem war sie war für mich der Schutzengel. Also solange es Lupa gab, habe ich mich sicher gefühlt. Und sie wurde sehr alt, aber sie war immer da. Sie war trotzdem da und ich habe mich beschützt gefühlt. Ich bin dann nach Mexiko in Urlaub geflogen mit meinem damaligen Freund und ich war immer ein sehr aufgestellt, wenig Traurigkeit in mir und deshalb war es so erstaunlich, dass ich an einem Abend, wir wollten essen gehen und ich war schon fertig und ich bin dann an den Strand gegangen, habe da auf meinen Freund gewartet und plötzlich überkommt mich eine unglaubliche Traurigkeit. Und ich war überrollt von diesem Gefühl und ich habe nicht verstanden, was das ist. Ich weiß nur, dass ich gedacht habe, das ist traurig sein. Also ich habe diese tiefe, tiefe Traurigkeit gespürt, was für mich eben eher unbekannt war. Aber ich habe gedacht, warum das? Warum hier? Warum jetzt? Null Grund, kein Grund dafür. Und da habe ich aber verstanden, auch ziemlich schnell, etwas Schlimmes ist passiert. Also das war, das, ich konnte es mir anders nicht erklären. Ich wusste, irgendwas Schlimmes ist passiert. Ich bin zurück ins Hotelzimmer. Ich habe meine Eltern mitten in der Nacht, war das dann da hier in der Schweiz, angerufen. Und ich habe gesagt, ist alles in Ordnung? Und Mama hat gesagt,
Ja, es ist alles in Ordnung. Und bei dem habe ich es belassen. Ich habe nicht mehr nachgefragt, habe einfach gedacht, okay. Und dann haben wir aufgelegt. Und diese Nacht war ich noch wirklich, also war Vollmond auch. Und ich war sehr, ja, sehr berührt. Und, aber danach, die Tage ging es dann besser. Ich habe sie versucht, wie loszulassen. Und bin nach Hause geflogen. Und am Flughafen stand meine Mama und meine Eltern, mein Papa auch. Und ich habe gedacht, komisch, sie hat nicht gesagt, dass sie mich abholen oder so. Und da hat sie sehr schnell, haben sie gesagt, hör zu, in der Nacht, wo du angerufen hast, genau da ist Lupa gestorben. Und das war... Ja, also das war, Lupas Tod war ganz schwierig für mich. Also ich weiß noch, ein Jahr lang konnte man den Namen Lupa vor mir nicht erwähnen, ohne dass ich geweint habe oder zusammengebrochen bin. Und der Verlust von Lupa war am Anfang für mich so, ich war wie alleine plötzlich. Also mein Schutzengel war weg und ich fühlte mich nicht mehr beschützt. Und habe dann aber zum Glück sehr schnell eine Verbindung mit dem Mond und mit Lupa. Lupa war ein weißer Hund, sie hatte dieselbe Farbe wie der Mond. Und in der Nacht, wo sie gestorben ist mit dem Vollmond. Und irgendwie habe ich zum Glück diese Verbindung herstellen können und konnte den Mond anschauen und hatte das Gefühl, jetzt ist sie da oder sie spürt mich oder wir können uns... Frau Jelen, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, in welchem Maß hat die Nahtoderfahrung Ihr Leben beeinflusst? Im großen Maße. Obwohl ich frage mich ab und zu, wäre das auch ohne diese Erfahrung, hätte ich das vielleicht auch irgendwann mal verstanden oder erleben können. Aber für mich ist das wie eine Philosophie geworden, diese Momente. Also das ist schon etwas, was mich sehr fasziniert hat. Und für mich so einer der ersten Schritte war, dass ich gemerkt habe, die Momente sind ja schon alle da. Also die sind um uns. Und dieses Wahrnehmen von diesen Momenten, einfach auch mal stehen zu bleiben und um sich herumschauen und schauen, was habe ich denn da, was ist denn da, das sind für mich so schon, das war für mich ganz schön, das zu sehen, die Momente sind schon da. Kommt aber natürlich auch darauf an, in was für einem Rhythmus man durchs Leben geht. Also wenn wir durch das Leben rennen oder nur etwas im Hinterherrennen, dann glaube ich, dass wir an diesen Momenten oder an ganz vielen von diesen Momenten einfach vorbeilaufen. Und deshalb ist für mich so der Rhythmus ganz wichtig in meinem Leben. Also einen Rhythmus zu haben, dass diese Momente Platz haben dürfen und dass ich sie auch sehen kann. Dann kam aber ein weiterer Schritt dazu. Ich habe dann irgendwann mal gedacht, ja, aber was wäre, wenn ich diese Momente selber kreieren könnte, bewusst kreieren könnte. Und habe das angefangen zu machen. Also wirklich ein Moment für mich, was bedeutet das? Was will ich heute für einen Moment erleben, wo ich am Ende des Tages vielleicht im Bett liege, so wie ich damals auf dem Berg, und ich mache die Augen zu und dieser Moment kommt vielleicht wieder als Bild. Was möchte ich da heute erleben? Und das könnte ein Spaziergang um den See sein, das könnte ein Schwimm im See sein oder einfach nur mit der Tasse Tee da zu sitzen und die Natur zu beobachten. Oder, also ganz nicht speziell, wenn ich sage, Momente kreieren, die müssen nicht wahnsinnig groß sein, aber ich glaube, man kann Momente kreieren, ganz bewusst. Und dann kam noch dazu, dass ich irgendwann mal angefangen habe, okay, Momente für mich zu kreieren ist zwar schön, aber wie ist es, Momente für andere, für Mitmenschen zu kreieren? Und habe angefangen, auch da versuchen, für andere Menschen einen Moment im Alltag zu kreieren, an den die sich vielleicht erinnern können. Und,
Und dann hat das angefangen, ein Teil von meinem Leben zu werden. Und ich glaube, dieses Momente kreieren ist eine Lebensphilosophie von mir geworden. Und für mich eine sehr, sehr schöne, weil man wartet nicht auf etwas, was in der Zukunft geplant ist, sondern das Leben findet wirklich in meinem Tag statt. Und Momente kreieren, das ist tief da geblieben. Frau Jelen, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.